Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich war heute das erste Mal unterwegs mit der Canon EOS R6 und dem RF 14 bis 35mm mit der 4er Blende. Ich bin ein bisschen durch Frankfurt gelaufen. Ich finde es aktuell eine sehr spannende Zeit. Geschäfte kommen und gehen. All solche Geschichten, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und habe einfach mal wieder ein paar Impressionen gesammelt, so quasi walking through Frankfurt. Im Januar 2022. Mal sehen, wie die Stadt in ein paar Jahren aussieht. Das Ganze habe ich euch für euch dokumentiert. Ich bin mit dem DJI Ronin RSC2, so heißt er, glaube ich, durch die Gegend gelaufen. Ich habe selber das Gefühl, dass da immer so leichte Vibrationen nach oben und unten sind. Ich kriege sie wahrscheinlich nicht ganz raus. Oder vielleicht hat jemand von euch einen Tipp. PS, dieses Ding für beide Hände, das kenne ich schon zum Festhalten, diese zwei Federn da. Aber falls ihr noch einen Tipp habt, schreibt es gern als Kommentar unter dieses Video und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Arbeitest du immer mit One-Shot? Ja. Servo habe ich nur an, wenn ich was Bewegtes aufnehme. Ja, aber ich nehme ja fast nur bewegte Sachen auf. FFM Central. Wir erkennen Tiere, was soll denn das? Touch and Drag AF-Einstellung. Hallo, hallo, hallo. Ja.
Puff. Ja, 1700. Ja. Da ist meine Maske. Vor zwei Wochen, oder was? Ich habe meine strategische Wichtigkeit.
Ich habe es mit dem Mikrofon diesmal ein bisschen anders gemacht. Ich habe das Rode Wireless Go genommen, oben auf die Kamera drauf gesetzt und dann noch das Mikrofon selber an meine Jacke, um nicht immer das Audio zu haben, was genau vor mir ist, sondern einfach immer dasselbe Audio zu haben, quasi was an meiner Jacke ist. Ich durfte natürlich deshalb nicht sprechen, aber schlussendlich habe ich mich ein bisschen zusammengerissen. Vielleicht habt ihr ja den einen oder anderen Spot gefunden, wo ihr selber mal hin möchtet und ein paar Bilder machen möchtet oder vielleicht ein paar Videos. Im Sommer finde ich Frankfurt deutlich attraktiver als im Winter. Ist erstens deutlich wärmer, das ist klar, aber die Stadt hat eine ganz andere Atmosphäre, ein ganz anderes Flair im Sommer als im Winter. Winter alles sehr kühl, sehr steif und das gefällt mir gar nicht. Aber dafür ist im Sommer umso schöner. Alle in dem Video benutzten Sachen vom Equipment her verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung. Falls ihr noch ein paar Tipps habt, wie ich noch diese leichten Vibrationen rausbekomme, postet es gerne unter dieses Video. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Ciao!